Da sind wir wieder bei der zweiten Folge von der Demo von Europa. Also wir haben da jetzt noch so ein Yellow-Ding, was wir einsammeln können. Nee, blau war es ja, stimmt. Okay. Wenn wir also entzünden. Press X. Ach so. Das war dafür noch, ne? So, haben wir jetzt hier irgendwas noch, bevor wir hier darin latschen? Ich würde noch gerne hinter den Wasserfall gucken. Das ist ja auch ein bisschen blöd. Okay, scheinbar nichts versteckt. Wieso sind hinter Wasserfällen keine Verstecke mehr? Und wieso kann ich da nicht reinlaufen? Mich würde interessieren, ob wir irgendwie schon mal so ein Kristall wieder verpasst haben. Wobei es jetzt nicht so viele Verstecke gegeben hat. Sieht einfach toll aus. Ich kann es nicht anders sagen. Wobei so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so eine Art Grizzle-Look so ein bisschen drüber ist. Das müsste auch nicht so sein. Ansonsten cool. Hier höre ich doch schon wieder was. Dachte, ich hätte einen Kristall gehört. Kommen wir aber auch wieder hoch. Wo kommt das jetzt hier bitte her? Oben sehe ich kein Loch. Hier im Prinzip ja auch nicht. Ich meine, da ist die Decke so ein bisschen runtergekommen, aber erklärt nicht, warum hier so eine riesen Stücke noch rumliegen. Alter. Oh, oh. Lass mich mal gleich hier runter. Muss wie ein Kristall gucken. Okay, hier ist schon mal nichts versteckt.
Da denke ich fast auch nicht. Nö, nichts da, schade. Okay, hier müssen wir 2 von den Dingern entflammen, aber... Aha. Jump and press X. Wieso denke ich jetzt, da kommt das Demo-Ende? Ich sehe das nicht. Wie geht's jetzt doch noch weiter? Wo ist denn die Tür? Achso, ich dachte, die greifen jetzt an. Was auch immer ihr seid. It breaks my heart that you'll never see our homeworld, but I can't say I regret bringing you here. You're going to have everything I couldn't have. Clean water, fresh air, wide open skies. Everything a child deserves. That's what I want for you. And you'll have community too. Human beings to play with and learn from and grow alongside. Every person here has a different story, but our futures are bound up together now. Don't be scared. I know they're going to love you. Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwen anders noch treffen. Und nu? Okay, da haben wir noch so ein Ding. Was? Levitate? Ach, cool. Na toll. Jetzt hat es aufgebraucht. Okay, das müssen wir irgendwie nutzen, um da jetzt hochzukommen.
Also von hier wird das nichts. Ob das wird. Nein. Nein. Na, verdammt. Wie komme ich denn dann da hoch? Ich kann im Wasser springen. Aber mir bleibt doch eigentlich bloß diese Stelle da. Und ich meine, laut unserem Rucksack oder wo auch immer das ist, sind wir ja auch voll mit Boost. Also. Warum auch immer das jetzt ging. Okay, 4 von 7. Das scheint da hinten das Ziel zu sein. Oh, da ist irgendwas Lebendiges drin, oder? Sind das Bäume? Haben wir es doch richtig vermutet. Warum? Warum? Nein! Ich will doch gucken, ob hier im Wasser noch was ist. Okay, hier wird sicherlich gleich der Wind kommen. Alles klar, da darf ich auch nicht hin. Das ist ein bisschen blöd, muss ich sagen. Denn das ist auch blöd. Okay, dann darf ich scheinbar da nicht hin. Alles klar. Dann gucken wir uns hier oben erstmal noch um. Da ist auf jeden Fall nochmal Sonnenkristall. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt was bringt, dass wir die jetzt alle aufsammeln. Könnten das Behausung gewesen sein? Das sieht auf jeden Fall aus wie so eine Häusergruppe hier. Kann ich da rein? Zu? Hey, welche Überraschung zu. Okay, dann wagen wir jetzt den Sprung.
Ich höre? Ach so, das ist das. Schon sagen, ich höre doch wieder ein Kristall. Okay, na dann. Was sind das denn für Brummer hier? Na, da komme ich wieder nicht hin. Okay, es geht doch noch weiter. Dann machen wir hier erstmal wieder ein Päuschen. Spitze bedanke mich. Bis denn.